Okay. In der fünften Simulation wird die Fällung von Silberionen mit Chloridionen zu Silberchlorid gezeigt. In der Lösung befinden sich ein Natrium und ein Chloridion. Das heißt, wir haben hier eine Kochsalzlösung vorliegen. Und wenn man die Simulation startet, wird Silbernitrat hinzugegeben. Und das Silber reagiert mit dem Chloridion und wird dann als Bodenkörper absinken. Aber nach einiger Zeit sieht man dann, dass das Silberchlorid wieder in die Lösung geht. Jetzt. Aber nach einiger Zeit reagieren die beiden wieder. Das Gleichgewicht liegt also weit auf der Seite vom Silberchlorid. Das Verhältnis lässt sich verdeutlichen, wenn man das in der Lupe sieht. Die hier unten liegenden Teilchen sind der Bodensatz des Silberchlorids und man kann sehen, dass ab und zu welche wieder zurückreagieren, aber die meisten halt als Bodensatz vorliegen.